Hallo, mein Name ist Uwe Salz, ich bin Redakteur bei der Zeitschrift PS. Tuner Grand Prix, dieses Jahr hatte ich das Vergnügen mit der TTSL-Truppe. Die haben eine Suzuki GSX R57 an den Start gebracht. Vom Hubraum her ein schöner Kompromiss zwischen den brutalen 1000ern und den leichten 600ern. Der Fokus von TTSL bei ihrem Motorrad lag darauf, Breitensport, also einfach zu fahren für jedermann, mit einem relativ zügigen Erfolgserlebnis. Das Motorrad hat viele Überarbeitungen erfahren. Das fängt an beim Fahrwerk, betrifft auch die Bremsen. Die haben auch den Motor gemacht. Der hat also ordentlich Qualm, was der 57er ja in der Serie leider immer ein bisschen abging. Aber die Jungs lagen deutlich über 150 PS. Und das Fahrwerk war natürlich extrem, oder ja, sagen wir mal, entsprechend exklusiv mit den obligatorischen Top-Materialien von Öhlins. An den Bremsen, das ist so ein Beispiel, hat man extrem am Gewicht gearbeitet. Und ja, letztendlich ist die Philosophie von TTSL, das gibt der Rainer Tschauder und der Franz Lessel ja auch so zu, ein sehr bremsstabiles Motorrad, was sich in Hockenheim natürlich dann anbietet. Ende lange Parabolika bei maximaler Geschwindigkeit voll in die Eisen. Das durfte ich testen und wie das ausgegangen ist, findet man dann natürlich im entsprechenden PS-Magazin. Vielen Dank.